In unserem heutigen Video geht es um jeweils einen ungeklärten Mordfall aus jedem deutschen Bundesland. Manche der Fälle liegen bereits Jahrzehnte zurück, andere hingegen sind erst ein paar Jahre her. Doch alle haben eins gemeinsam. Alle 16 Morde gelten nach wie vor als ein ungeklärtes Tötungsdelikt. Die Täter leben vermutlich mitten unter uns. Wir haben das Video so spannend wie möglich gestaltet und sämtliche Infos zusammengetragen, damit ihr euch in die Situation jedes einzelnen Mordes hineinversetzen könnt. Und wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere Mörder eines Tages doch noch gefasst. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Lichtenberg in Oberfranken. Der 7. Mai 2001 ist ein relativ milder Tag. Die damals 9 Jahre alte Peggy Knobloch befindet sich auf dem Heimweg von der Schule. Da ihre Mutter im Schichtdienst arbeitet, hat das Mädchen einen Schlüssel. Gegen 13 Uhr wird Peggy nur 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt von Zeugen gesehen. Doch zu Hause kommt das Mädchen nie an. Als es auch bis zum Abend kein Lebenszeichen von Peggy gibt, durchkämmen Polizisten jeden Winkel der näheren Umgebung. Die andauernden Ermittlungen werden bis nach Tschechien ausgedehnt und eine Belohnung von mehr als 50.000 Mark wird ausgesetzt. Doch obwohl die Beamten 4.800 Spuren nachgehen, kommen sie kein Stück voran. Nach Hinweisen von Peggys Mutter gerät der geistig eingeschränkte Ulfi Kulatsch in den Fokus der Ermittlungen. Rund 1,5 Jahre nach der Tat gesteht er, Peggy zuvor missbraucht und sie dann einige Tage später erstickt zu haben, aus Angst, das Mädchen würde den Missbrauch melden. Kulatsch wird vom Landgericht Hof wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Weder gab es eine Leiche noch forensische Beweise, geschweige denn Zeugenaussagen. Lediglich das Geständnis eines geistig behinderten Mannes, der ohne Anwalt über Tage vernommen wurde. Zudem zog Kulatsch sein Geständnis vor Prozessbeginn zurück. Im Wiederaufnahmeverfahren rund 10 Jahre später wird Ulfi Kulatsch vom Landgericht Bayreuth freigesprochen und aus der Haft entlassen. Demnach gab es wieder keinen Tatverdächtigen. In den darauffolgenden Jahren werden eine Handvoll vorbestrafte Sexualstraftäter der Tat verdächtigt. Allerdings führt auch das zu keinem Ergebnis. Am 2. Juli 2016, rund 15 Jahre nach der Tat, passiert das, womit niemand mehr gerechnet hat. In einem Waldstück bei Thüringen findet ein Pilzsammler Teile eines Skeletts. Die DNA-Analyse identifiziert die Überreste zweifelsfrei als die von Peggy Knobloch. Es ist unklar, ob der Fundort der Tatort war. Zudem kann nicht festgestellt werden, wie lange Peggy nach ihrem Verschwinden noch gelebt hat. Erwiesen ist jedoch, dass die Knochen von einer 9-Jährigen stammen. Einige Zeit später wird ein Bekannter von Kulatsch festgenommen. Er sagt aus, die Leiche von Peggy von einem ihm unbekannten Mann erhalten zu haben. Dann hätte er den Leichnam am Fundort abgelegt und sei gegangen. Doch nach nur 2 Wochen wird der Mann wieder aus der U-Haft entlassen. Er sei laut Staatsanwaltschaft unschuldig. Im Jahre 2020 sind die Ermittlungen nach 6.400 Spuren und 3.600 Verhören eingestellt worden. Peggys sterbliche Überreste wurden am 6. April 2022 im Beisein ihrer Mutter und einiger Ermittler beigesetzt. Jener Tag war ihr Geburtstag, sie wäre 30 Jahre alt geworden. Die 19 Jahre alte Christine Piller verlässt am Abend des 23. Januar 1986 ihre Arbeitsstelle in Moosbach bei Heilbronn. Sie steigt in ihren Ford Fiesta und macht sich auf den Weg zu einem Treffen mit einem Freund. Doch dort kommt sie nie an. Als ihre Mutter am nächsten Morgen bemerkt, dass Christine nicht in ihrem Zimmer ist, hat sie sofort ein ungutes Gefühl. Als auch niemand ihrer Freunde weiß, wo die junge Frau sich befindet, wird die Polizei eingeschaltet. Die Ermittler können sich das plötzliche Verschwinden der gelernten Einzelhandelskauffrau nicht erklären. Christine gilt als freundlich und unauffällig. Sie hat keinerlei Feinde und ist bei Freunden und der Familie beliebt. Sie hat eine Beziehung und lebt ein geordnetes Leben. Sofort ahnen die Ermittler, dass die junge Frau nicht freiwillig verschwunden sein kann. In der ganzen Stadt werden Fahndungsblätter verteilt. Daraufhin meldet sich ein Zeuge, der Christines Auto erkannt haben will. Tatsächlich finden die Ermittler den Fiesta.
Nur 800 Meter vom Treffpunkt entfernt, an dem Christine sich an jenem Abend mit einem Freund treffen wollte. Auf dem Rücksitz liegt ihre Handtasche samt aller Papiere. Etwa 2 Monate nach ihrem Verschwinden machen Passanten eine grausame Entdeckung. In einem Waldstück bei Gundelsheim wird die Leiche von Christine Piller entdeckt, halb entkleidet und erstochen. Nun ermittelt die Mordkommission. Sie befragen alle Personen aus ihrem Umfeld und tausende Anwohner. Ebenso wird nach einigen Gegenständen gefahndet, die fehlen, darunter ihre Schuhe und ein Schlüsselanhänger. Doch die Ermittler kommen keinen Schritt voran, also werden die Ermittlungen eingestellt. 2015 meldet sich die Staatsanwaltschaft Heilbronn erneut an die Öffentlichkeit, nachdem der Fall neu aufgerollt wurde. Auch nach 3 Jahrzehnten sind es immer dieselben Fragen, die die Ermittler beschäftigen. Wer hat Christine nach dem 23. Januar 1986 noch lebend gesehen? Hat jemand die vermissten Gegenstände entdeckt? Oder hat der Täter sich inzwischen jemandem anvertraut? Bis heute gibt es auf diese und noch unzählige weitere Fragen keine Antwort. Der Mord an Christine Piller ist inzwischen seit 37 Jahren ungeklärt. Die damals 15 Jahre alte Rebecca Reusch verschwindet am 18. Februar 2019 spurlos, als sie im Haus ihrer Schwester in Berlin-Brietz übernachtet hat. Aufgefallen ist das Verschwinden erst, nachdem Rebecca am nächsten Tag nicht von der Schule nach Hause kam. Erst dann wurde klar, dass sie an jenem Tag nie in der Schule angekommen ist. Die Polizei wendet sich mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit. Nur ein paar Tage danach wird der damals 27-jährige Schwager von Rebecca verhaftet. Am besagten Tag hat er ebenfalls in dem Haus übernachtet. Die Ermittler gehen immer mehr von einem Tötungsdelikt aus. Der Schwager soll zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sogar alleine mit Rebecca im Haus gewesen sein. Außerdem war sein Verhalten direkt nach dem Verschwinden äußerst verdächtig. Er unternimmt 2 Fahrten, unter anderem nach Brandenburg. Nach der Frage, was er dort gemacht hat, verstrickt er sich in Widersprüchen. Die Ermittler suchen daraufhin sämtliche Waldgebiete in der Umgebung ab. Ohne Erfolg. Da es keine Beweise für die Täterschaft des Schwagers gibt, wird er wieder aus der U-Haft entlassen. Das ändert sich jedoch vor ein paar Wochen. Die Polizei gibt an, das Haus von damals erneut durchsucht zu haben. Offenbar ging es dabei um einen Bademantel. Zudem wird eine Akustikuntersuchung durchgeführt. Neue Tatverdächtige oder handfeste Spuren gibt es allerdings nach wie vor nicht. Vor einigen Wochen sagte die Mutter von Rebecca Reusch in einem Interview, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben werde. Man würde spüren, wenn das eigene Kind noch lebt. Die Ermittler sind der Auffassung, dass Rebecca das Haus nicht lebend verlassen haben kann. Dennoch gibt es weder forensische Spuren, geschweige denn eine Leiche. Seit mehr als 4 Jahren fehlt von Rebecca Reusch jede Spur. Zwischen Berlin und Stettin befindet sich der Buchseensee. Das Gewässer gilt als besonders beliebt bei Anglern. Am 26. Juni 2004 sieht ein Angler einen etwa 80 cm breiten Sack am Ufer treiben. Als er den Sack an Land zieht, ragt ein menschliches Bein heraus. Die Obduktion ergibt, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelt, die bis zur Unkenntlichkeit aufgequollen ist. Sie muss demnach einige Wochen im Wasser verbracht haben. Zudem ist sofort klar, dass die Frau getötet wurde. Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass die Identität der Frau schnell geklärt sein wird, doch sie irren sich. Die unbekannte Tote hatte rotbraun gefärbte Haare und eine versorgte Narbe am Oberarm. Ihre Unterwäsche lässt darauf schließen, dass die Frau in Deutschland gelebt haben muss, allerdings offenbar rumänische Wurzeln hat. Zum Todeszeitpunkt war sie um die 40 Jahre alt und knapp 1,60 groß. Den Ermittlern gelingt es, Fingerabdrücke zu sichern. Allerdings ergeben weder die noch ihre DNA einen Treffer in der Datenbank. Die Polizei Brandenburg veröffentlicht Bilder ihrer Kleidung, die sie getragen hat, und ein Phantombild. Es zeigt, wie die Frau zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Inzwischen ist die Frau weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Doch bisher ohne Erfolg. Seit 20 Jahren ist weder die Identität der Frau bekannt, noch die Umstände ihres Ablebens. Klar ist aber, dass sie ermordet wurde und seit fast 2 Jahrzehnten von niemandem vermisst wird.
Am 28. Juni 2001 macht sich die 10 Jahre alte Adelina im Bremer Stadtteil Kattenturm auf den Heimweg von der Wohnung ihres Opas. Als das kleine Mädchen allerdings auch nach Stunden immer noch nicht zu Hause ankommt, verständigt ihre besorgte Mutter die Polizei. Nach einigen Tagen der vergeblichen Suche gibt ihre Mutter eine herzzerreißende Pressekonferenz. Sie sichert ihrer kleinen Adelina zu, dass sie in Gedanken bei ihr ist und sie sich darauf freut, sie wiederzusehen. Die Ermittler durchkämmen den ganzen Stadtteil und gehen hunderten Hinweisen nach, doch ohne Erfolg. Als auch nach über 3 Monaten jede Spur von der Kleinen fehlt, gehen alle vom Schlimmsten aus. 100 Tage nach der Tat sollte die Suche nach dem Kind enden. Die Beamten müssen der Mutter von Adelina mitteilen, dass sie ihr geliebtes Kind in einem Wald bei Leeste entdeckt haben, getötet und dann wie Abfall in einem Müllsack entsorgt. Einige Pilzsammler haben den grausamen Fund zuvor gemacht. Nur ein paar Meter neben dem Fundort werden Bikinis und Strumpfhosen, die notdürftig vergraben worden sind, entdeckt. Schon damals gehen die Ermittler daher von einem Serientäter aus, der transvestitisch veranlagt sein könnte. Trotz diversen Hinweisen gibt es jedoch keine heiße Spur. Als im Jahr 2005 der Mörder Mark Hoffmann, über den wir auch schon mal gesprochen haben, zu lebenslanger Haft wegen 2 Morden verurteilt wird, kommt wieder Bewegung in den Fall. Hoffmann hat 2004 unter anderem in Cuxhaven 2 Kinder getötet. Mit dem Mord an Adelina wurde er in Verbindung gebracht, da Hoffmann den Mord diversen Mitgefangenen gegenüber gestanden hat. Infolgedessen bringen ihn die Ermittler zum damaligen Leichenfundort von Adelina. Doch Hoffmann leugnet die Tat plötzlich. Da es keine Beweise für seine Täterschaft gibt, müssen die Beamten die Ermittlungen gegen Hoffmann einstellen. Obwohl der Mord an Adelina über 20 Jahre her ist und seinerzeit eine Belohnung von 20.000 Mark ausgesetzt wurde, ist der Fall bis heute ungeklärt. Die Suchaktion nach Adelina ist damals die bis dato größte im Bundesland Bremen gewesen. Der Fall umfasst inzwischen 300 Aktenordner. Was aus der Mutter von Adelina geworden ist, lässt sich nicht sagen. Da sie jedoch noch eine 2. Tochter hat, musste sie die ganzen Jahre über stark sein. Was die alleinerziehende Mutter durchgemacht hat und durchmacht, können Worte nicht beschreiben. Der 15. Juni 1981 ist ein schöner Sommertag. In Hamburg, in der Siedlung Mümmel-Mansberg, wollen die 2 Freunde Michael und Haluk eine Runde mit dem Fahrrad drehen. Als die 8 und 9 Jahre alten Kinder gegen 19 Uhr noch immer nicht zu Hause sind, werden die beiden Familien unsicher. Also machen sie sich auf die Suche. Wenig später werden die 2 Fahrräder der Jungen unverschlossen an einem Parkplatz entdeckt. Nachdem die Polizei eingeschaltet wird, werden die 2 Jungs in der ganzen Umgebung gesucht. Doch es vergehen Tage und Wochen voller Ungewissheit. Der schreckliche Verdacht wird immer größer. Nach 44 Tagen werden alle Hoffnungen der Familien und Ermittler zunichte gemacht. 2 Schüler finden die beiden Leichname im Unterholz des Naturschutzgebietes Die Reit, etwa 12 Kilometer entfernt. Die andauernde Hitze hat den Leichnam derart zugesetzt, dass nicht einmal die Todesursache festgestellt werden konnte. Klar ist jedoch, es handelt sich um einen Doppelmord. Unweit des Tatortes entdecken die Ermittler ein Stück Teppich. Das soll von der Hutablage eines VW-Passats stammen. Doch auch diese Spur bringt die Ermittler nicht weiter. Nachdem der Fall in den Medien publik wird, meldet sich ein Zeuge. Er will die beiden Jungen in Begleitung eines Mannes unweit des Parkplatzes gesehen haben, wo damals die 2 Fahrräder entdeckt wurden. Die Jungen standen gemeinsam am Auto des Mannes. Auffällig war, dass sein Kofferraum weit offen stand. Die Polizei veröffentlicht daraufhin ein Phantombild des unbekannten Mannes. Eine andere Zeugin sagt aus, vermutlich denselben Mann an einer nahegelegenen Schleuse gesehen zu haben. Der Mann soll um die 30 und etwa 1,80 groß gewesen sein. Die 2 Zeugen sind sich sicher, dass das Phantombild den unbekannten Mann von damals sehr genau abbildet. Die Ermittler gehen seit Jahren davon aus, dass der Täter aus der Hamburger pädophilen Szene stammen muss. Das Gebiet unweit der Leichenfunde galt offenbar damals als Anlaufpunkt der Stricherszene. Deshalb sind in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafte Täter vernommen worden. Allerdings blieb auch das bisher ohne Erfolg. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.
Der letzte Aufruf nach Hinweisen der Polizei Hamburg ist 2017 geschehen. Einige Ermittler haben den Cold Case neu aufgerollt. Der Doppelmord an Haluk und Michael ist inzwischen seit 42 Jahren ungeklärt. Die beiden Jungen hätten heute inzwischen vermutlich selbst Familien und Kinder. Der nächste Fall zeigt, dass das Leben einer ganzen Familie in nur wenigen Augenblicken zerstört werden kann. Am 16. Juni 1999 verlässt die damals 13 Jahre alte Melanie Frank ihre Wohnung in Wiesbaden in der Graf-von-Galen-Straße. Ihre Mutter hat das Mädchen zum Zigarettenholen geschickt. Der Automat stand lediglich ein paar Fußminuten entfernt. Ob sie dort jemals angekommen ist, ist unklar. Jedenfalls fehlt von Melanie jede Spur, woraufhin ihre Mutter die Polizei verständigt. Zeugen sagen aus, das Mädchen gegen 21 Uhr noch in der Straße ihres Elternhauses gesehen zu haben. Danach verliert sich ihre Spur. Die Ermittler finden heraus, dass Melanie sich oft an einem nahegelegenen Kiosk aufgehalten hat. Eventuell hat sie dort Kontakte geknüpft, von denen niemand etwas wusste. Jahrelang passiert dann nichts. Bis zum August 2008. Waldarbeiter finden in Simmern einen Schädelknochen. Nach umfangreichen Ausgrabungen kann zusätzlich noch ein Oberschenkelknochen aufgespürt werden. DNA-Untersuchungen ergeben, dass die sterblichen Überreste Melanie Frank zuzuordnen sind. Doch weitere Spuren gibt es keine. Eine Todesursache lässt sich anhand der wenigen Überreste ebenfalls nicht feststellen. Das Hessische Landeskriminalamt sucht auch über 20 Jahre nach dem Mord nach Hinweisen oder Zeugen. Vielleicht meldet sich ein ehemaliger Mitschüler. Oder jemand, der mit Melanie am besagten Kiosk Kontakt hatte. Unter Umständen hat auch jemand etwas Auffälliges in der Nähe des späteren Leichenfundorts gesehen. Beispielsweise ein verdächtiges Auto oder Person. Laut Zeugen soll in der Nähe ein dunkler 3er- oder 5er BMW gesehen worden sein. Er könnte mit dem Tötungsdelikt an Melanie in Zusammenhang stehen. Der Cold Case ist inzwischen 24 Jahre her, doch die Ermittler geben nicht auf. Martin Drews verlässt am 22. Oktober 1997 eine Jugenddisco in Beutzenburg, nahe der Elbe. Laut Zeugenaussagen verließ Martin die Disco gegen 22 Uhr in unbekannte Richtung. Sein Elternhaus hat sich nur rund 150 Meter entfernt befunden. Als der Junge am frühen Morgen nicht eintrifft, verständigen seine Eltern die Polizei. Keine 14 Tage danach entdecken Jäger seine Leiche in einem Waldstück bei Dersenow, rund 10 Kilometer von der Disco entfernt. Details zur Auffindesituation und zur Todesursache halten die Ermittler geheim, da es sich dabei um Täterwissen handelt. Klar ist, Martin wurde ermordet. Der Leichnam war beim Auffinden vollständig. Lediglich vom rechten Schuh fehlt bis heute jede Spur. Laut Ermittlungen gab es zum damaligen Zeitpunkt eine Villa in Beutzenburg, in der sich viele Jugendliche aufgehalten haben, so auch Martin. Offensichtlich handelte es sich dabei um eine Art Lost Place. Am Abend des Verschwindens soll Martin sich womöglich nicht auf den Heimweg aufgemacht haben, sondern zur Villa. Nachdem der Fall vor rund 2 Jahren in einer Doku bei ZDF aufgegriffen wurde, sind die Ermittler rund 50 neuen Hinweisen nachgegangen, die aus der Bevölkerung nach der Veröffentlichung kamen. Bis heute beschäftigt sich die Cold Case Unit mit dem Fall, der inzwischen seit einem Vierteljahrhundert ungelöst ist. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Die damals 20-jährige Annika Brill gilt bei Freunden und Familie als äußerst beliebt. Sie ist besonders hilfreich und engagiert sich ehrenamtlich. An der Fachhochschule Hannover studiert die junge Frau Elektrotechnik. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter lebt die junge Mutter in einem Mehrfamilienhaus mitten in Hannover. Am Abend des 27. November 2011 verlässt Annika ihre Wohnung, um an einem nahegelegenen Kiosk ein paar Straßen weiter Zigaretten zu kaufen. Auf dem Rückweg telefoniert sie mit einer Freundin. Die Freundin sagt später, dass das Gespräch abrupt unterbrochen wurde und sie nur noch Schreie gehört hat. Ein unbekannter Täter lauert Annika vor ihrer Haustür auf und ersticht sie mit unzähligen Messerstichen. Für alle Angehörigen ist der Mord ohne erkennbares Motiv ein großer Schock. Die Polizei fahndet anschließend auf diversen sozialen Netzwerken und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.
Gleich drei Zeugen melden sich und geben an, zur Tatzeit einen Mann gesehen zu haben, der schnellen Schrittes aus der Richtung des Tatorts kam. Mithilfe der Zeugen wird ein Phantombild erstellt. Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 groß gewesen sein. Laut Ermittlung soll es einige Monate vor Annikas Tod zu einem Gespräch mit ihrer Mutter gekommen sein. Dabei sagte Annika, dass es einen Mann geben würde, der sie töten will. Wer dieser Mann sei, sagte sie allerdings nicht. Die Polizei und Annikas Familie geht dem Hinweis nach und überprüft daraufhin vier Personen. In keinem Fall hat sich jedoch ein Tatverdacht erhärtet. Seit 2013 gilt der Fall als ausermittelt. Alle Spuren und Hinweise sind zu Genüge überprüft worden. Solange es keine neuen Ansätze gibt, wird der Fall zu den Akten gelegt. Die Eltern von Annika mussten ihre Tochter zu Grabe tragen und ihrer kleinen Enkelin erklären, dass ihre Mama nie wieder zurückkommt. Der Täter lebt vermutlich ein ganz normales Leben, mitten unter uns. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Polizei Hannover eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Der Fall ist inzwischen seit 12 Jahren ungeklärt. Dass der Täter die Tat vermutlich angekündigt hat, macht den Mord an Annika umso grausamer. Das Zuhause ist der Ort, wo wir uns geborgen und sicher fühlen. Doch der nächste Fall zeigt, dass manche Täter auch davor nicht zurückschrecken. Am 11. August 1989 verschafft sich ein unbekannter Täter Zugang in die Wohnung von Beatrix Hämmerle in Trier. Beatrix hat ihre Balkontür aufgrund der warmen Temperaturen über Nacht offen gelassen. Der Täter überrascht sie im Schlaf und sticht mehrfach auf sie ein. Als ihr 12 Jahre alter Sohn, geweckt von den Schreien seiner Mutter, ins Schlafzimmer kommt, ist Beatrix bereits tot und vom Täter fehlt jede Spur. Die Ermittler finden nur ein paar hundert Meter von der Wohnung entfernt eine schwarze Lederjacke. Sie muss dem Täter gehört haben, da sie mit dem Blut von Beatrix befleckt war. Laut Zeugenaussagen kam es in den Wochen vor dem Mord zu merkwürdigen Beobachtungen. Offenbar wurde mehrfach ein unbekannter Mann auf Beatrix Balkon gesehen. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Spanner oder sogar um den Täter höchstpersönlich. Die Polizei überprüft anschließend mehr als 400 potenzielle Tatverdächtige und deren Alibis. Doch ohne Erfolg. Der Fall wird anschließend zu den Akten gelegt. Als der Mord vor einigen Jahren wieder neu aufgerollt wird, kommt wieder die Lederjacke ins Spiel. Daran finden die Ermittler eine DNA-Spur. Einen Treffer gibt es in der Datenbank jedoch nicht. Also werden hunderte Männer zu einem Speicheltest gebeten. Doch bisher führte auch das zu keinem Ergebnis. Da der Mord an Beatrix in der Nähe einer Uni passiert ist, besteht die Möglichkeit, dass ihr Mörder ein Student war, der nach dem Studium weggezogen ist. Alle potenziell tatverdächtigen Personen zu überprüfen, mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Mord, ist für die Ermittler mit einem unfassbar großen Aufwand verbunden. Doch die Kommissare bleiben dran. Selbst wenn der Täter verstorben ist, kann er über die DNA seiner noch lebenden Verwandten vielleicht eines Tages in Anführungsstrichen überführt werden. Der nächste Fall wird der Jokze-Fall genannt. Der Techniker aus dem Kreis Siegen, Günther Stoll, fühlte sich in den 80ern seit einem längeren Zeitraum über verfolgt. Er sprach immer wieder von denen, die ihm etwas antun wollen. Am 25. Oktober 1984 sitzt er gegen 23 Uhr mit seiner Frau vor dem Fernseher. Plötzlich springt Stoll auf und ruft: "Jetzt geht mir ein Licht auf." Im Anschluss schreibt er die 6 Buchstaben Jokze auf einen Zettel und fährt dann apathisch in eine nahegelegene Kneipe. Dort fällt er den Anwesenden auf, nachdem Stoll ohne erkennbaren Grund vom Stuhl fällt. Er sagt aus, kurz weg gewesen zu sein. Anschließend fährt Stoll mit seinem Golf 1 in die Nacht. Gegen 1 Uhr kommt er bei einer Bekannten in Seelbach an. Die Frau sagt aus, Stoll habe verwirrt gewirkt und von einem fürchterlichen Ereignis gesprochen, das diese Nacht eintreffen würde. Im Anschluss soll sich Stoll auf den Nachhauseweg gemacht haben. Doch nur 2 Stunden später wird sein verunfallter Golf von 2 Lkw-Fahrern in Hagen entdeckt. Die Lkw-Fahrer sagen aus, eine Person um den Wagen herumgelaufen gesehen zu haben. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Günther Stoll. Der liegt komplett nackt im Auto und ist lebensgefährlich verletzt.
Er sagt zu den Lkw-Fahrern, dass vier weitere männliche Personen mit ihm im Auto waren, die nun abgehauen sind. Minuten später verstirbt Stoll. Todesursächlich war jedoch nicht der Autounfall. Laut Obduktion ist er zuvor an einem anderen Ort von einem PKW überrollt worden und dann auf den Beifahrersitz gesetzt worden. Nach Bekanntwerden des Falls melden sich Zeugen, die nahe der Auffahrt Hagen eine Person gesehen haben, die offensichtlich per Anhalter mitgenommen werden wollte. Seitdem befindet sich der Fall in einer Sackgasse. Es ist unklar, wer Günther Stoll mit dem Auto überfahren hat. Zudem konnte nie ermittelt werden, was es mit den sechs Buchstaben auf sich hat. Der Fall gilt als einer der größten Mysterien der deutschen Kriminalgeschichte. Am 25. Juli 2017 bemerken Bewohner eines Hauses in Saarbrücken Blutspuren im Hausflur. Die eintreffenden Polizisten bemerken schnell, dass das Blut aus der Wohnung einer jungen Französin kommt. Beim Öffnen der Tür finden sie ein Blutbad vor. Die 38-jährige Florenz E. ist offensichtlich erstochen worden. Ganz genau ist der Tathergang nicht kommuniziert worden, da es sich dabei um Täterwissen handelt. Laut ihrem Vorstrafenregister soll Florenz in der Drogenszene verkehrt haben. Offenbar konsumierte sie selbst Drogen und hat im kleineren Stil damit gedealt. Ebenso soll sie der Prostitution nachgegangen sein. Die Ermittler vermuten den Täter deshalb im Rotlichtmilieu Saarbrückens. Ihr Mitbewohner bzw. der Mann, von dem die Wohnung offiziell angemietet wurde, scheidet als Tatverdächtiger aus, da er ein handfestes Alibi hat. In dem Fall ist eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt. Obwohl in dem Haus 40 Mietparteien gelebt haben, hat niemand etwas mitbekommen. Der Täter ist scheinbar gekommen, hat Florenz gegen 2.30 Uhr getötet und ist dann verschwunden, wie ein Geist. Die Seniorin Vera Marotz lebt in ihrer kleinen Wohnung im Landkreis Meißen in Sachsen. Vera lebt zurückgezogen. Nachbarn nennen sie Katzenjule, da sie ein großes Herz für die Vierbeiner hat. Außerdem hat Vera eine große Sammelleidenschaft. Ähnlich wie ein Messi sammelt und hortet sie alles. In der Nacht des 20. Oktober 2004 ist sie mit ihrem Handwagen unterwegs, auf der Suche nach Gerümpel. In derselben Nacht erhält die Polizei einen Anruf, dass es in der Nähe zu Sachbeschädigungen gekommen sein soll. Zufällig entdecken die Beamten Veras umgekippten Handwagen. Daneben liegt die Leiche der damals 66-Jährigen. Laut Obduktion ist Vera durch massive Gewalteinwirkung auf Schädel und Rumpf getötet worden. Als Hauptverdächtige gelten die Unbekannten, die damals in der Nähe diverse Sachbeschädigungen begangen haben. Laut Zeugen soll es sich dabei um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt haben. Nachdem Veras Leichnam intensiv untersucht wurde, entdecken die Ermittler eine höchst brisante DNA-Spur unter Veras Fingernagel. Entgegen aller Erwartungen handelt es sich dabei um das DNA-Profil einer Frau, was in Anbetracht der massiven Verletzungen des Opfers völlig untypisch ist. Die Ermittler gehen daher eher davon aus, dass die Frau eine Mittäterin war. Laut einer Theorie könnten die unbekannten Jugendlichen Vera in einer Art Mutprobe angegriffen und getötet haben. Unter den Tätern muss dann mindestens eine weibliche Person gewesen sein. Mehr als 2600 Personen werden zum Speicheltest gebeten, jedoch ohne Erfolg. Die Jugendlichen von damals gelten bis heute als die mutmaßlichen Täter. Denn wenn sie nichts mit dem Mord an Vera zu tun haben, stellt sich die Frage, warum sie sich in den ganzen Jahren nie wegen der Sachbeschädigungen gestellt haben, um als Täter ausgeschlossen zu werden. Die Jugendlichen dürften heute Mitte 30 sein. Vermutlich haben sie die Tat von damals als eine Art Jugendsünde für sich behalten. Doch die Chance ist groß, dass sich einige der Täter jemandem anvertraut haben. Im August 1995 sucht das Ehepaar Rimbach nach ihrer 19 Jahre alten Tochter Heike. Die junge Frau ist sportbegeistert, attraktiv und macht eine Lehre in einer Metzgerei. Als die Eltern am besagten Tag von der Arbeit kommen, fehlt von Heike jede Spur. Das kommt ihnen bereits sehr verdächtig vor. Als auch niemand von den Bekannten und Freunden Heike gesehen hat, sieht der Vater zufällig auf dem Dachboden nach. Dort findet er den brutal ermordeten Leichnam seiner Tochter vor. Der Tatort erstreckt sich über sämtliche Räume. Dafür sprechen die Blut- und Kampfspuren, die beinahe auf dem gesamten Dachboden entdeckt werden. Nach der Obduktion sprechen die Ermittler von einem Overkill.
Heike wurde mit Schlägen auf den Kopf verletzt. Zusätzlich ist sie stranguliert und gewürgt worden. Anschließend sticht der Täter mehr als 30 Mal auf sie ein. Jede einzelne Gewalteinwirkung wäre bereits tödlich gewesen. Der Täter muss bei der Tat völlig die Fassung verloren haben, wie eine wilde Bestie. Da die Tat in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat und sich keine Einbruchsspuren feststellen ließen, vermuten die Ermittler den Täter zunächst aus der Familie. Doch nach und nach zerstreut sich der Verdacht, bis schließlich feststeht, der Mörder kann nicht aus Heikes enger Familie stammen. Dennoch spricht der Overkill dafür, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Der Täter muss einen Bezug zu Heike gehabt haben. Vielleicht war er ein heimlicher Verehrer, der aus Ablehnung heraus durchgedreht ist. Ärgerlich bzw. unglaublich ist der Umstand, dass damals eine fremde DNA-Spur am Tatort entdeckt wurde. Allerdings sind die Ermittler nicht sorgsam damit umgegangen, sodass sich die Spur bei späteren Untersuchungen als unbrauchbar herausgestellt hat. Heikes Mutter sagt in einem Interview, dass sie kein Vertrauen mehr in unser Rechtssystem hat. Es sei für Täter gemacht und nicht für die Opfer. Die Reaktion ist nachvollziehbar. Man stelle sich vor, das eigene Kind wird getötet und die DNA-Spur, die direkt zum Täter führen kann, ist durch die Schlamperei einiger Ermittler zerstört worden. Am Abend des 2. September 1981 hören Nachbarn polternde Geräusche aus der Wohnung der 65-jährigen Gisela B. Am nächsten Morgen bemerken Anwohner, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen wurde. Die Polizisten finden in der Wohnung auf dem Bett die entkleidete und erdrosselte Leiche der Arztwitwe vor. Da auch Schmuck und Geld fehlt, gehen die Ermittler sowohl von einem Raubmord als auch von einem Sexualmord aus. Die Tat muss zwischen 19 und 21:30 Uhr geschehen sein. Die Geschädigte galt zu Lebzeiten als offen und lebenslustig. Sie pflegte diverse soziale Kontakte in ihren Stammlokalen. Einige der Gäste soll sie auch mit nach Hause genommen haben. Damals gerät ihr 20 Jahre jüngerer Ex-Freund zeitweise unter Tatverdacht. Allerdings erhärtet sich dieser nicht. Nachdem der Mord Jahrzehnte zu den Akten gelegt wird, da es keine neuen Spuren gab, hat die Cold Case Unit den Fall 2021 neu aufgerollt. Die Ermittler wollen wissen, ob es von damals noch Bekannte von Gisela gibt, die noch nicht befragt wurden. Zudem fehlt bis heute eine Goldkette mit einer Münze als Anhänger. Vielleicht hat jemand das Schmuckstück irgendwo gesehen. Der Mord ist inzwischen seit mehr als 4 Jahrzehnten ungeklärt. Am 1. Juli 1989 besucht die 22 Jahre alte Krankenschwester Carmen Klem ein Jugendhaus in Sömmerda in Thüringen. Es ist ein geselliger Abend, bei dem diverse junge Erwachsene ausgelassen miteinander feiern. Gegen Mitternacht verlässt Carmen die Party zusammen mit einer Arbeitskollegin. Doch auf halber Strecke trennen sich die Wege der beiden. Carmen macht sich auf den Heimweg zu ihrem Elternhaus. Als ihre Eltern einige Tage danach aus dem Urlaub kommen, bemerken sie, dass von ihrer Tochter jede Spur fehlt und sie offenbar bereits seit Tagen nicht zu Hause war. Die Eltern verständigen die Polizei. Nur einige hundert Meter von Carmens Zuhause entfernt finden sie ihre Leiche in einem Gebüsch neben einer Turnhalle. Carmen wurde getötet. Da ihre Kleidung überall verstreut lag, muss es sich um einen Sexualmord gehandelt haben. Die Ermittlungen haben sich zur Zeit der Wende als sehr schwierig gestaltet. Bald darauf meldet sich ein Zeuge, der Hinweise zu dem Tötungsdelikt machen will. Er verhält sich jedoch auffällig, woraufhin seine Wohnung untersucht wird. Dort werden Gegenstände entdeckt, die zweifelsfrei Carmen gehört haben. Zudem stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Tatverdächtige die ermordete Frau häufig mit dem Fernglas beobachtet hat. Doch die Ermittler haben keine Beweise, weshalb der Verdächtige aus der U-Haft entlassen werden muss. Seitdem gibt es nie wieder eine heiße Spur. Carmens Eltern haben es nicht mehr ausgehalten und sind in eine andere Stadt verzogen. Die Schwester von Carmen Klem hat eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Laut ihrer Aussage hat die Familie den Mord bis heute nicht verkraftet. Das waren 16 ungeklärte Mordfälle aus allen Bundesländern. Wir hoffen, dass zumindest einige der Täter eines Tages für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden, damit die Angehörigen endlich abschließen können, sofern das überhaupt möglich ist. Schreibt gerne in die Kommentare, aus welchem Bundesland ihr kommt. Dazu könnt ihr auch gerne einen ungeklärten Mordfall aus eurem Bundesland nennen. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos.